Und es geht wieder weiter mit einer Analyse zu Digimon Tamers Episode 45, Die Reaper. Die Folge hat meiner Meinung nach schon einen etwas längeren Rückblick als andere Folgen. Also der Rückblick selber jetzt nicht, der ist wie üblich halt in so 20, 25 Sekunden zusammengefasst, was in der vorigen Folge passiert ist. Allerdings hat er dann natürlich nochmal so ein paar Sätze und Szenen aus der vorigen Folge übernommen. Logischerweise wahrscheinlich, um nochmal besser in die Folge hineinzufinden, weil wenn man bedenkt, was danach kommt, wäre das schon ein bisschen verwirrender, sag ich jetzt mal, um der Handlung weiter zu folgen. Man sieht halt nochmal Dobermann und wie er in die Luft springt, wie er dann nochmal sagt, dass die Souveränen halt den Tamern jetzt ihre Kraft geben und wie er sich dann auflöst mit roten und blauen Strahlen. Naja. Zuerst sieht man halt Henry, der wahrscheinlich gerade in dem Moment digitalisiert wird. Das kann man sich schon irgendwie denken, trotzdem wäre es nach wie vor schon vielleicht besser oder sinnvoller gewesen, wenn wirklich gezielt gesagt worden wäre, inwiefern und in welchem Sinne die Souveränen den Kindern jetzt hier Kraft gegeben hätten. Vor allen Dingen frage ich mich, wie sie das überhaupt möglich machen, dass sie die Kinder dann in der realen Welt digitalisieren können. Ich meine, dafür muss es ja auch irgendwie Mittel und Wege geben und naja, darauf geht man nicht ein. Man soll es als Zuschauer eben einfach so hinnehmen. Nun ja, Henry selbst sagt dann eben, dass er früher eben schon ein ziemlich aufbrausender Junge war und auch cholerisch war und dass er sich mal mit einem Jungen ein bisschen so gestritten hat und dass er ihn dann in seiner Wut grün und blau geschlagen hat. Anne für sich kaum vorstellbar, da Henry ja schon eigentlich immer ziemlich ruhig ist und so. Allerdings hat man in der Digi-Welt ja auch mal kurz eine Seite gesehen, wo Cho Chong ja dann ihn eben mehr oder weniger auf die Palme gebracht hat und er sich ja auch schon Sorgen gemacht hat, weil sie ja einfach zu jung ist und das Ganze in der Digi-Welt viel zu gefährlich für sie ist. Und ja, daraufhin wurde er dann auch ein bisschen lauter, also kann man sich das schon vorstellen, ist klar. Allerdings finde ich es dann doch irgendwo schade, dass wir davon niemals wirklich irgendwie Rückblicke oder so gesehen haben und es relativ wenig von Henry eigentlich so gibt. Daher finde ich das einfach nur okay. Trotzdem merkt man hier schon, dass Henry sich dann am Anfang von Tamers und auch jetzt eben schon weiterentwickelt. Auch alleine, weil er eben sagt, er hatte ja daraufhin dann, weil er ja so cholerisch war, mit dem Kung-Fu-Unterricht von Herrn Shu angefangen. Und er merkt jetzt aber, auch wenn er sich beherrschen kann und ruhig ist, dass jetzt Geduld eben nicht angebracht ist und dass sie kämpfen müssen. Und das wiederum passt ja ganz gut, weil am Anfang von Tamers war ja Henry gegen jegliche Art von Kampf und Konflikte und Gewalt und er wollte einfach nicht und jetzt weiß er, dass es eben nicht mehr angebracht ist, dem aus dem Weg zu gehen. Es geht nicht anders. Was ich Anne für sich gut finde, aber wie gesagt, so das Cholerische, da hätte ich doch gerne ein bisschen mehr von in der Serie gesehen. Trotzdem meine Frage, reicht das für euch aus, was ihr von Henry gesehen habt? Sagt ihr, der Charakter ist so, wie er jetzt ist, ganz gut? Oder sagt ihr auch, naja, er ist schon gut, aber man hätte hier und da vielleicht wirklich ein bisschen mehr bringen können? Naja, dann kommt Rika, da sind auch Sachen, die sind eigentlich ganz gut und auch interessant und auch bei ihr merkt man eine Charakterentwicklung, aber auch hier fehlt mir dann doch wieder ein bisschen mehr Hintergrund. Bei ihr finde ich das sogar, dass man noch ein bisschen mehr, noch wesentlich mehr rausholen könnte als bei Henry. Sie sagt dann eben, dass ihr Vater sich immer einen Sohn gewünscht hätte. Ja, und deswegen hat sie halt auch gedacht, dass sie eben stark sein muss und dass sie sich nicht unterkriegen lassen muss und so alles. Und ja, dass sie auch keine Hilfe annehmen darf. Aber sie hat eben jetzt auch gelernt, dass man nicht immer alles alleine hinbekommt und dass es schon wichtig ist, dass man auch lernt, Hilfe anzunehmen. Finde ich gut, gerade wo sie am Anfang wirklich schon so war, ach, ich brauche euch alle nicht, ich bin auch alleine stark und Renamon kann auch ohne euch kämpfen, digitieren und gewinnen. Und das finde ich ganz okay. Es ist auch schön, dass man mal was über den Vater erfährt, aber ich finde, auch wenn die Eltern geschieden sind, zumindest höchstwahrscheinlich, und auch wenn der Vater mit Rika nicht so viel zu tun hat, allerdings wird in einer der späteren Folgen nochmal gesagt, dass Rika ihren Vater ab und zu mal sehen kann. Das bedeutet ja, sie hat ja irgendwie Kontakt zu ihm. Und ich finde, man hätte daraufhin den Vater schon vielleicht mal in so einem Rückblick oder auch generell mal in einer Folge auftauchen lassen sollen, um mal ein bisschen mehr zwischen der Beziehung zwischen Rika und ihm halt zu haben. Also da bin ich wirklich der Meinung, da hat man Potenzial verschwendet. Trotzdem schön, dass sie auch eine Charakterentwicklung durchgemacht hat und natürlich stelle ich trotzdem die Frage, wie seht ihr das? Findet ihr Rika als Charakter so, wie er ist, gut oder sagt ihr auch, naja, ein bisschen mehr mit dem Vater hätte man schon machen können, sei es eben wegen Szenen oder dass man da mehr erzählt hätte? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Naja, als letztes kommt Takato. Da finde ich jetzt eigentlich nicht, dass man großartig so eine Entwicklung merkt. Allerdings hat man die ja jetzt schon, weil er ja mehr im Vordergrund steht, weil er schon irgendwie der Hauptcharakter ist, weil er ist ja schon seit der ersten Folge richtig dabei, hat man natürlich schon gemerkt, dass er sich entwickelt hat, indem er schon wesentlich mutiger ist und auch wirklich mal kämpfen tut und indem er dann natürlich auch nicht mehr so eine Angst vor Gilmon und so hat. Und ja, bei ihm geht es dann natürlich auch ausschließlich nur darum, wegen des, also wie es das erste Mal war, als er die Tamer-Matrix-Digitation vollzogen hat
Und ja, wie das eben auch ist, wegen Gilmon und so alles und dass Gilmon eben schon ziemlich verspielt ist, aber als Galantmon schon ein mächtiges Krieger-Digimon und so. Und ich finde es okay, was er sagt. Ich finde es auch schön. Das zeigt natürlich ja nochmal die Bindung zwischen ihm und Gilmon. Allerdings finde ich es bei ihm schon mehr oder weniger ein bisschen, sagen wir mal, wenig, sagen wir ein bisschen flach, weil es sich ja wirklich nur auf Gilmon bezieht. Aber ich kann es verstehen, wenn man bedenkt, dass er seine Entwicklung wirklich von Anfang bis jetzt zum Ende mitbekommen. Was soll er da schon großartig sagen? Natürlich trotzdem meine Frage, wie seht ihr das? Findet ihr das, was der Kato da gesagt bzw. gedacht hat, gut? Oder sagt ihr auch eher, naja, es war okay, es hätte aber mehr sein können? Naja, die Digimon sind dann eben, also mit den Kindern verschmolzen, alle die Thema-Matrix-Digitation vollzogen und auf dem Mega-Level stellen sie sich dann eben die Reaper bzw. dessen Agenten. Zur gleichen Zeit ist es dann eben so, dass Henrys Vater auch ausnahmsweise mal so ein bisschen die Fassung verliert. Also er ist dann auch schon so ein bisschen, ja, die Kinder, die kämpfen und wir können doch nicht alles den Kindern überlassen. Und ja, er ist dann schon so ein bisschen, dass er eben auch wohl so ein bisschen die Hoffnung vielleicht aufgibt, so laut Motto, die kämpfen und wir können gar nichts tun und so. Und dann ist es gerade Yamaki, derjenige, der ihn dann wieder so ein bisschen, sagen wir mal, zum Runterkommen bewegt, der sagt, ja, komm, bleiben Sie ruhig und so. Und haben Sie nicht gesagt, dass wir alles Mögliche tun müssen, um den Kindern zu helfen? Und daraufhin, ja, fängt er sich dann wieder. Aber ich finde es einfach auch gut, dass hier jetzt auch die Erwachsenen mal diejenigen sind, die auch durchaus mal die Geduld verlieren können und die auch durchaus mal der Meinung sind, dass sie selber eben nicht so viel tun können wie die Kinder. Und ja, den Aspekt finde ich schon ganz okay. Ebenfalls ganz interessant an der Folge fand ich dann aber auch, dass man die anderen Tamer wie Kenta und Katsu und mehr oder weniger Chuchong auch nicht einfach so ignoriert. Die sitzen ja zu Hause und so und dann kriegen sie das eben auch durch das Fernsehen mit, dass Takato und die anderen kämpfen. Und Kenta und Katsu sind eben der Meinung, sie sind auch Tamer, also gehen sie eben los. Chuchong jetzt natürlich nicht so, aber Lopmon möchte natürlich losgehen, aber da ja Chuchong eben jünger ist, kann man das an der Stelle eben auch verstehen. Die Reaper packt sich dann natürlich während des Kampfes Galantmon und zieht ihn eben in die Masse so hinein. Und ja, aufgrund dessen, dass halt die Masse ja schon anfängt, Galantmon mehr oder weniger zu löschen, ist es halt so, dass Gilmon sagt, dass er keine Energie mehr hat, um das Mega-Level zu halten. Dass ich das natürlich an der Stelle so ein bisschen seltsam finde, offenbart sich dann in der nächsten Folge, aber ich möchte es jetzt einfach mal erwähnen. Da D-Reaper ein Löschprogramm ist, finde ich das vollkommen in Ordnung, dass Galantmon eben wirklich Probleme hat und auch, dass er das Mega-Level nicht halten kann, weil er eben angegriffen wird und deswegen digitiert er zurück und das ist in Ordnung. In der nächsten Folge ist es aber so, dass Mega-Gargomon und Sakuyamon nur in die D-Reaper-Masse hinein können, weil Sakuyamon eben mit ihrer Attacke mit den Kirschblüten so einen Schutz drumherum bildet. Und kaum wird Sakuyamon auch von so einer Blase erwischt, ist es schon ziemlich angeschlagen. Und das finde ich dann schon irgendwie ein bisschen seltsam. Klar, vielleicht könnte man sagen, weil Galantmon von D-Reaper selbst da reingezogen wurde und das ist vielleicht ein bisschen anders, als wenn man jetzt von außen einfach selbst da eindringt. Aber ja, nun, man hätte das vielleicht mal so ein bisschen so als Tamer oder Digimon so leicht hinterfragen und analysieren sollen oder können. Also ich finde das schon ein bisschen komisch. Jetzt habe ich zwar was aus der vorigen Folge, also aus der Folge danach, nicht aus der vorigen, zwar ein bisschen vorweggenommen, aber da es ja irgendwie im Zusammenhang steht, wollte ich es einfach mal erwähnen. Nun ja, Takato sieht dann eben Jen, also er glaubt, dass es Jen ist, aber Gilmon merkt, dass es nicht Jen ist. Aber Takato lässt sich nicht beirren, weil optisch ist dies eindeutig. Ja, und sie ahmt dann eben auch Jen nach und sie sagt auch, dass, also sie, haha, es ahmt Jen nach und sagt auch, dass Jen eben ein Forschungsobjekt für die Reaper darstellt, um eben zu lernen, wie die Menschen so denken und wie sie sind und so alles. Und ja, dann verändert es sich natürlich auch und wird dann eben auch zum D-Reaper-Agenten 1, zumindest so langsam, indem es schon ein bisschen größer wird und so alles. Und ja, Takato will das eben, wie gesagt, nicht wahrhaben und sieht das natürlich auch noch nicht so ganz. Nun ja, letztlich ist die Folge, wie gesagt, schon interessant, weil man sich ja erstmal auch die Frage stellt, wo ist denn die echte Jen? Weil wir als Zuschauer sehen das wie Gilmon natürlich sofort, das kann nie und nimmer Jen sein. Und wenn, dann ist die definitiv irgendwie ziemlich stark beeinflusst und verändert worden von D-Reaper, also auch optisch. Und natürlich ist auch die Sache, weil dann am Ende der Folge taucht nämlich noch ein weiteres Digimon auf, dessen Namen man noch nicht erfährt. Und ja, man weiß nicht, ob das jetzt nur gut oder böse ist. Natürlich kann man eher denken, dass es gut ist, weil D-Reaper ja kein Digimon ist, sondern ein Löschprogramm. Und ja, das ist natürlich im ersten Moment auch interessant. Allerdings, ja, die Vorschau auf die nächste Folge nimmt dann alles wieder weg. Ja, sie fragen sich, wer dieses Digimon ist, und dann sagt sofort der Erzähler, Justimon erscheint, und ja, die nächste Folge heißt auch Justimon erscheint, und ja, das nimmt dann natürlich alles wieder vorweg, und damit hat sich das mit dem Digimon, und ich finde das irgendwie wirklich unpassend. Also da hätte man
die Folge wirklich anders nennen sollen. Und ja, vielleicht hätte man eben auch nicht erwähnen sollen, dass das Justimon ist, das da auftaucht und mit Rayo eben so verbunden ist. Auch im Japanischen heißt es aber auch Krieger Justimon und so alles. Und von daher, naja. Also ist eigentlich an der Folge schon interessant, wie die Tamer sich entwickelt haben. Leider finde ich es trotzdem schade, dass man bei Henry und Rika doch so ein bisschen Potenzial verworfen hat, was man schon vorher hätte einbringen können oder zumindest im Falle von Rika auch in den späteren Folgen noch hätte einbringen können. Trotzdem finde ich es ganz gut. Die Kämpfe waren okay, jetzt nicht überragend. Dass Kenta und Katsu eben, wie gesagt, auch eingreifen wollten, finde ich ganz gut. Und auch das mit Yamaki und eben Yanyu fand ich auch ganz toll. Ja, aber wie gesagt, die Sache mit D-Reaper und dem Löschen ist so eine Sache. Und sonst eben ist wirklich die große Frage, was ist mit Jen? Und daher würde ich schon sagen, dass es eine sehr gute Folge ist. Trotzdem meine Frage wie immer an euch. Erst einmal, wie findet ihr Justimon? Findet ihr, es ist ein cooles Mega-Level? Oder sagt ihr eher, naja, es geht eigentlich. Ich persönlich finde, es sieht so ein bisschen super Sentai aus. Und es ist auch nicht ganz so mein Fall, weil ich es ein bisschen langweilig finde. Und ja, wie steht ihr natürlich zu der Folge? Aber einen großen Kritikpunkt habe ich noch, den hätte ich mir zwar jetzt auch für die nachfolgende Folge aufheben können, aber im Prinzip, da man ja eh weiß, dass es Justimon ist, sage ich es einfach mal, wie geht das eigentlich? Wie kann Rayo mit Justimon eine Tamer-Matrix-Digitation vollziehen? Ich meine jetzt nicht, dass die beiden verschmelzen und so. Ich meine, klar, man könnte zwar jetzt fragen, wie kann er eine Digitation, die er nicht kennt und so, das könnte man jetzt irgendwie so sagen, aber die anderen kannten die ja auch erst nicht. Und er hat ja zumindest Rika und Renamon gesehen, die Tamer-Matrix-Digitation vollzogen und auch, also von daher, ist das jetzt nicht mein Problem. Aber die Sache ist die, Takato, Rika und Henry haben extra von den vier Souveränen Energie bekommen, um eben wieder digitalisiert zu werden, um eine Tamer-Matrix-Digitation zu ermöglichen. Rayo war aber nicht dabei. Wie hat Rayo also die Möglichkeit, eine Tamer-Matrix-Digitation zu vollziehen, wenn er eben nicht digitalisiert ist? Tja, darauf wird nicht eingegangen und es wundert sich auch keiner, dass er eben auch mit Cyberdramon verschmilzt und keiner stellt eine Frage und seien wir mal ehrlich, ja, das ist eigentlich einfach nur, weil das irgendeiner richtig toll fand und das einfach wollte. Wahrscheinlich Hiromi Seki. Aber nun ja. Ja, was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das? Findet ihr das mit Rayo und Cyberdramon bzw. mit Justimon? Findet ihr das cool und sagt ihr, das ist mir doch egal, wie das geht? Oder sagt ihr auch, ja, naja, ein bisschen unlogisch ist es schon, aber ich mag Justimon, also kann ich drüber hinwegsehen. Wie auch immer, schreibt es mir in die Kommentare.